Haben dann noch mehr Leute, ey. Ich will doch nur ihn hier einmal kaputt hauen. Ich weiß ja meine gesamte Gruppe hier, um den zu erledigen. Mann. Kannst du ihn erledigen? Nö. Boah. Ein AP jetzt ja wohl auch noch abziehen können. Da kannst du jetzt eigentlich nicht mehr doppeln. Ja, du doppelst mit der Axt. Da soll man sich auch mal noch vorstellen. Mein Gott, wenn er getroffen hätte, ne? Muss man sich auch noch mal vorstellen. Ich habe Treffer plus 15 mit ihr. Das ist der einzige Grund, warum sie überhaupt hier am Treffen ist, ist, weil ich ihr mehr Treffergenauigkeit gegeben habe. Das heißt, sie hätte normalerweise irgendwie was jetzt 60 Treffer schon gesehen. Mit dem Tomahawk. So. Oh. 5% Crit Chance. Wollte schon sagen. Gerade nehme ich nicht so, das ist ja genug Stärke. Einfach plus 30, aber so, wenn du ja hinkommen könntest, das wäre super. Boah, dieses Ding ist so nervig, ne? Ich komme hier nicht durch. Wenn ich hier kaputt machen irgendwie, komme da nicht durch. Ich muss mich in Reichweite von den Typen mehr bewegen. Wie viel Schaden mache ich dir jetzt eigentlich? Oh. Auf 50%. Ich habe aber vorhin noch 75, ne? Ja, da müssen wir halt hier warten mit den Leuten hier. Kannst du ihn erledigen? Mit einem Schlag so locker flockig. Ja. Oh, du hast den Nahkampf. Hat Nahkampfmesserchen ausgerüstet. Schlecht für dich. Okay. Verdammt. Hast du eine? Du hast eine Lanze. Natürlich hast du eine Lanze. Will ich noch einen Zug warten? Ich meine, wahrscheinlich, ne? Ausweich 126. Traue ich jetzt zu, von all dem hier ausweichen? 127. Sie wird gar nicht von denen getroffen, sehe ich gerade. Ja, wenn er als erster angreift und trifft, ne? Dann mal so weit. Wenn ich dich hier im Weg, kriegst du noch mehr ausweichen, bitte. Oh, warte. Ja, ich glaube, die erreicht mich jetzt auch gerne mehr. Ne? Doch. 131, ja komm.
Problem ist, wenn der Lanzenträger als erster angreift, ne, dann kann sie nicht mehr kontern, dann verliert sie ja Wodau, dann verliert sie ihre Ausweichfähigkeit und so, ne? Aber gucken wir mal, wird schon klappen. Ja, natürlich greift er als erster an. Danke. So. Oh, die bewegen sich nicht. Die stehen nur da und ballern sich alle gegenseitig hoch. Oh, jetzt kommen hier auch noch welche. Warte mal, sind da gerade vier Leute, die den... Boah. Oh, warum hast du einen Tomahawk? Oh. Ich meine, ich wusste natürlich, dass das nerviger wird, ne? Oh mein Gott. Ich hätte ihn hier nach rechts gehen lassen wollen. So, kann ich dich da reinschicken, ohne dass du von irgendwas Schaden nimmst? Ja, aber so was von. Wer ist da oben? Silberlanze, kein Ding. Oh, die werden alle, die werden ja alle protected, ey. Das gibt's nicht. Ah, ich kann ja auch nicht durchdüsen mit Sigurd. Also gar nicht, ob ich das machen will, ne? Weil Sombon kann halt hier alles hier ablocken, ne? Der kann halt hier deaktivieren, ne? Ja, was ist denn hier? Was ist denn die Aktivierungsrate vom Lotus? Chance, Fähigkeit im Prozent in Fähigkeit 37 37%, ja, schon wieder haben wir Peter. Das heißt, Rafael kann ich nicht dahin bewegen oder Nell. Oh. Genau, die wollte ich gerade dahin bewegen. Oh mein Gott, die gibt es jetzt hier einfach nicht. Ich komme nicht weiter mit meinen Leuten. Dieses blöde Ding ist da im Weg. Was ich aber machen könnte, ist sie hier im Bewegen, ne? Warum gehst du, 33 27 21 dafür zweimal an, cool. Jetzt sie hat überleben. Warum wird hier nur von ihnen die Dings angezeigt? Weil die anderen immer am Protect sind. Wenn die weiter protecten, dann nehmen wir mal an, alle von denen greifen an, ne? Da kann ich nicht treffen. Also ich werde hier dreimal angegriffen, ne? 33, das heißt 8, aber die können ja zweimal angreifen, also 16 16 32. Sie ist natürlich genau ein AP zu wenig. Ich habe aber eine Idee. Man hat so. Du wirst das nämlich übernehmen. Du wirst das aushalten. Gib mir die Ahnung. So, jetzt muss jemand hier ihn hier anlocken. Ich denke, ich habe mir ja Torbogen gegeben. Nö. 147 passt schon. Okay, also ja, so, du wirst weg sein im nächsten Zug. Den, ja,
Ja, zwei angefahren blocken, ey. Beschütze dich. Jetzt beschütze ich dich. So dämlich, ne? Und die werden sich wahrscheinlich jetzt auch noch hochheilen oder irgendwie sowas, ne? Pass auf. Da muss natürlich wieder treffen hier, ne? Wenn das hier nicht drunter und drüber geht. Okay. Oh Gott. Unnötig, aber gut. Oh, all meine Charaktere reichen hier noch Level 20, wenn das so weitergeht. So, jetzt muss ich halt nur noch irgendwie machen, so hat er hier niemanden killt. Warum erreichst du mich? Also, ja, ich weiß nicht, ob das so sicher ist. Überlebt er überhaupt? Warte mal, habe ich gerade einen schrecklichen Fehler gemacht? Gibt's nicht, Mann. Oh. Ich glaube, er überlebt das nicht. Wenn die alle jetzt zweimal angreifen, ne? Obwohl 28. Doch, doch, doch. Doch, er überlebt das. 5 mal 10, ja. Ja. Oh. So nah. Ja, wenn er mich nicht krittet, ne? Ist alles okay. Anna, du hast eine Menge AP und du kannst noch von einem getroffen werden. Na komm. Vielleicht heilen die sich auch hoch, ne? Weiß ich nicht. Ausweich 106, warte mal, die können da. Warte mal, die können ja gar nicht treffen. Oh. Die kriegen sie ja gar nicht getroffen. Ja, haha, 1%. Mal nicht platt, hoffentlich. Ein Crit, also, ne? Ein Crit, bitte. Danke. Okay. Mit dem fertig machen, weil er als einziger hier Anna erreichen kann. Mehr Glück, sehr gut. Ja. Oh, wait, ist da auch noch, ja. So, soll das eigentlich gut gehen, ne? Soll eigentlich alles okay sein, ja? Daneben. Da kannst du nicht deinen goldenen Lotus mal aktivieren. So, ein na. Daneben. Die kommen wahrscheinlich aber in der nächsten Runde schon direkt neu, ne? Mhm. Oh. Schon gewundert, warum geht der auf sie los? Und war ja auch noch einer. Oh. Ah, jetzt fängt es wieder an, nervig zu werden, ja. So, du. Du bist nicht sehr klug. So, je mehr wir von denen erledigen, desto besser. Na ja, da kommt schon wieder welche. Wenn wir auf den Arm nehmen, kannst du euch die ganze Zeit diese Typen hier spawnen. Boah. Aha, natürlich kriegst du mich mit einem Schlag weg. Nicht gut.
überhaupt nicht gut gerade. Oh Mann, das hat ja gerade nervig, ne? Ich wirklich, meine Leute werden alle irgendwo hier in der Nähe. Die Hälfte meiner Leute kann ich gar nicht benutzen, weil die alle hier gefangen sind. Ich krieg die ja nicht rüber. Oh Mann. Aber hier sind so viele Leute, die werden ihn ja wohl mit geballten Kräften hier erledigen kriegen, ne? So, erstmal mit dem Crit, der war jetzt nicht schlecht. Als ob ich damit treffe, ne? Oder hier mit. Ich bin gefallen, tun und treffen. Mein Eddie hätte den natürlich hier voll erledigen können, aber betrachtet ist er aber auch kann ich sie gar nicht benutzen. Hey, cool. So, ach, jetzt habe ich sie wieder nicht. Ja, ich kann nicht auf Alter hier. Ach nee. Ah, ist egal. Kann mir keinen Schaden machen. Ich bin ziemlich sicher, der wird keinen Schaden machen. Ah, die kann ich auch nicht dahin bewegen, ne? Ich wollte ihn eigentlich hier benutzen, um mir die zu erledigen, aber ja, geht natürlich wieder nicht. Ich Diamant hier hätte, ne? Ich könnte ja wir sind ja voll gefangen, ne? Ich komme hier nicht drum herum, irgendwas zu machen auf der Seite. So, Vale ist gerade in Lebensgefahr, was mir gar nicht gefällt. Bin ziemlich sicher, ich könnte sie außer Reichweite bewegen, wenn ich wollte. Oh ja, eine Reichweite von irgendeinem anderen. Oder ich mache ihn natürlich erstmal platt. Nein. Ich hier mit Nova reingehe. Und triffst du nicht damit. So, du gehst mir gerade auf den Nerven, ne? 46 Angriffskraft. Aber der Greif macht mir noch mehr Angst, ehrlich gesagt. Deswegen. Wenn ich einen Langbogen ausrüste, dann mache ich den gar nicht platt. Prozent. Okay. Warte, hat das genau gereicht von den HP, den ich abgezogen habe? So, 29. Ja, sie, obwohl sie hat eine Menge HP, ja. Da kriege ich mit dem Ding ja, mit dem Silberschwert weg. Ja, mit dem Georges. Hey, Georges.
ich auch machen könnte, sich könnte das hier alles hier voll abblocken, ne? Aber den ja schon gut gehen. Ja, ja. So, dann können die noch ach, da ist sie echt so langsam. So, wenn ich da oben hingehe, dann macht der mich nicht platt, Gott sei Dank. Obwohl 35 und 46, wie viel Verteidigung hast du? Ja, okay. Wenn ich Elfendonner ausrüste, hast du 21 Geschwindigkeit. Hm. Kann ich dich erledigen, bitte? So, wie ich sehe, habt ihr keinen Bock, irgendwie auf mich loszugehen, ne? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So, ich glaube, ich muss den Drachen da erledigen. Krieg ich nicht. Cool. Ey. Ich kann ihn erledigen. Mach mal so. Wo sie eigentlich da oben voll sicher gewesen wäre. So. Problem ist, ich kann Welt für nichts hier benutzen gerade. Ich muss ja den Elfen mitgeben. Er sagt, für die zweite Phase beginnt hier gleich neu erst in dem Kampf, ne? Und da waren ja nicht alle Bösewichte ja gerade, die wir getroffen haben, ne? So, dich, Kollege. Ich meine, er kann von den anderen nicht erledigt werden, ne? Okay, sehr gut. So, jetzt müssen wir diese blöden Typen hier erledigen, ne? So, wenn ich Glück habe, geht er auf ihn los, ne? Aber ne. So. Ich kann auch sie da oben hin bewegen und meinen Hauptcharakter da unten. Obwohl, ist überhaupt da einen? Ich brauche gar nicht die mehr einstellen. Gut. So. Einmal dich bitte. Das ist so ein Troll-Move irgendwie, ne? Den nur so Psy-Anwender hier. Wie heißen die nochmal? Kampfmännchen, ne? Ist noch mal die Vorentwicklung davon. Key Adept, mein Gott. Ja, so unfair, ne? Die ausgerechnet diese Leute da die ganze Zeit spawnen. So, hey, guck mal hier, wir platzieren die Leute hier, ne? Damit du ja nicht hier diesen einen Typen erledigen kannst, ne? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich wahrscheinlich Ivy dahin bewegen kann, ne? Und die würden trotzdem mehr irgendwie beschützen, ja, priorisieren, ne? Aber ich weiß doch genau, wie das Spiel tickt, ne? Sobald ich das mache, ne? Meinen die irgendwie hier lustig zu sein und dann auf sie loszugehen, ne? Und darauf habe ich keine Lust. Deswegen riskiere ich es nicht. Weil ich weiß genau, das wird passieren, ne? So. Er wird jetzt wahrscheinlich geheilt von dem anderen, ne? So, oh, Fähigkeit, Gott sei Dank. Okay, nur gute Werte sehe ich gerade. So. So. Du willst mich gerade auf den Arm nehmen.
So, wenn jetzt gleich da noch mal welche kommen, ne? Jetzt hat die ja nicht mehr eine Herausforderung, dann ist halt einfach nur ein Troll. So, soll eigentlich alle okay sein, ne? Okay, Madeleine wird jetzt getroffen, aber wird, glaube ich, nichts an Schaden machen, ne? Okay, vielleicht doch. Ich nehme an, das war magischer Schaden dann, ne? Das hätte halt nie im Leben so viel bei ihr abgezogen. Aber geht auf ihn los. Kein Schaden. Goldener Lotus. So, hey, was geht, na? Oh, mir fehlen AP. Das geht doch mal gar nicht. So, wir werden immer stärker, ne? Wir werden immer stärker. Okay. Ja, damit den fliegenden Einheiten will ich nicht mehr aufhören, ne? Es sind schon wieder drei aufgetaucht in jeder Seite. Kann ich dann einfach umhauen und fertig. Ich will erstmal hier die ganzen Gegner ja fertig machen, ne? Aber ich habe das Gefühl, die werden immer jetzt neu kommen. Also ich kann mir ja nicht leisten. So, bitte sag mir durch. Du hast nicht das Tomahawk ausgerüstet, sehr gut. So, am liebsten würde ich in dem Zug hier den Boss da links erledigen. Damit wir ja irgendwo vorankommen, ne? So, aber irgendwas sagt mir. Ah, den werden wir nicht down kriegen, ne? Verdammt. Ah. War so eine gute Idee gerade? Ich glaube, das wäre ehrlich gesagt gerade nicht gut, was ich gemacht habe, ne? 48. Doch, er überlebt. Sie auch, ne? Ah, kann ich euch beide hier anlocken? Obwohl, den werde ich wahrscheinlich erledigt kriegen, ne? Nee, das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. Ah, Sombon, der ist so fett, ne? Ich komme hier nicht dazu, mit jemand anderen anzugreifen. Sein, ja. Wer schon vor, hat hier keine Key-Adepten mehr spawnen. Ja, ich kann es mir einen Gefallen tun und beide damit treffen. Danke. Ich hätte eigentlich nur ein paar Schritte gehen können, ne? Für mehr Schaden. Die greifen aber echt nicht an, ne? Gegner Verstärkungseinheiten, wir lieben sie alle, ne? Sollte ich mich erledigen. Hätte ich erledigen. Ah. Ja, die Staute voll. Daneben. Sind aber echt nur da, um einen auf die Nerven zu gehen, ne? Die machen auch gar keinen Schaden, halten nichts aus, ne? Die sind nur da. Und auf die Nerven zu gehen, ne? Na, guck mal, wie sie ihn ja kaputt haut. Ja, so einfach sein können ja, ne? Guck mal. Aber wenn ich sie jetzt... Alter. Mata aimashita ne, Senjin yo.
Ich weiß nicht, wer Duma ist. Ich meine, der finale Boss aus dem zweiten Teil, aber ich kenne das Lied besser als den Hauptbösewicht. Weil als der besten wieder ein Fire Emblem ist. Aber Problem ist jetzt natürlich wieder, ich weiß jetzt nicht, was passiert jetzt, wenn ich hier direkt ihn kaputt, ob jetzt dann schon wieder neue Verstärkungstruppen kommt oder so, ne? Macht er aber jetzt auch trotzdem, ja? Wenn ich ihn überhaupt down kriege, ja. Was nicht so gut aussieht gerade. Sowieso wir wegholen. Gut. Na, was passiert jetzt? Ne? Und wahrscheinlich direkt neue Gegner, ne? Zusätzlich zu den Verstärkungen, gegen die ich mich jetzt schon kämpfen muss, ja. Nur Macht hat natürlich nur Stärke bedeutet Herrschaft. Okay. Mhm. Aber ich erwarte, dass hier noch mehr Leute kommen, ehrlich gesagt gerade. Da muss ich erst ein oder zwei Schilde von denen abziehen und dann kommt irgendwie. Dann kommen irgendwie die nächsten, weil ich habe ja jetzt nur, wie viele habe ich jetzt bekämpft? 4, ne? Also da kommen bestimmt noch mehr, ne? Also bestimmt hier voll der 5-Phasen-Boss oder irgendwie so. Ja, sie wird gleich gebrochen von ihm. So, ja, ihn angreifen, ne? Gute Frage. Wie machen wir das, ne? Müssen wir ja auch noch machen irgendwie. Ihr seid ja lustig. Jetzt die ganzen fliegenden Einheiten nicht mehr, ne? Alter, erreichst du uns nicht? So. Da machen wir jetzt so und so. Ja. Gott. Der Schaden. Autsch. Ja, da war jetzt nicht in Reichweite von irgendjemand anderen, ne? Goldener Lotus. Stell mir einfach jedes Mal vor, wenn den Skill aktiviert hat, der halt einfach am Schreien ist. Goldener Lotus aktiviert. Lautloser Alarm aktiviert. Und hey, Alfred ist Level 20. Cool, ne? Zweiter Charakter auf Level 20. Neben unseren Hauptcharakter. Sie wird jetzt gebrochen, ne? Außer sie weicht aus. Sehr cool. So, jetzt muss ich mich um die Leute kümmern und um Sombron. Wie um Himmels Willen soll ich da bitte machen? Okay, aber die kommen immer erst als zwei Züge, ne? Glaube ich. Da sind schon direkt die nächsten gespawnt von denen.
Haha, ich treffe den nicht. Haha. Muss ich mal Ed hier benutzen. Sie ist viel zu Overkill für die Leute. Ich will die für andere Sachen benutzen. Ja. Geht anscheinend nicht. Ja, durch sie benutzt bewegen, ne? Sie müsste halt ja eigentlich aushalten, ne? Selber groß Axt 66. Man sich jetzt irgendwie schaffen, auch noch auf ihn loszugehen, ne? Während ich hier gegen die Leute alle kämpfe. Außerdem machen irgendwann mal Pause, ne? So, der Tomahawk, der tötet einen ja nicht, ne? Ich kann natürlich Purgativ einsetzen, ne? Wäre, glaube ich, besser. Schuhe von ihnen waren cool, ne? Na. Na. Hast du irgendwas Mieses in der Reihe gewaltiger Angriffe? Okay, Heulstreib, Bündnisbrecher. Okay, die sagen, können wir ignorieren. Ich greife alle Gegner in einen Umkreis von 3 Feldern an. Weil er wird natürlich lieber. Ah, ich müsste halt ja eigentlich kontern, wenn ich die ganze Zeit in Reichweite bin. Ich muss mal ein paar Leute hier in Reichweite bewegen. Wenn ich schon wieder so viele fliegende Einheiten sehen, ne, dann kommt mir jetzt schon wieder so hoch, ne? Müssen jetzt immer fliegende Einheiten sein, ne? Die ich überall hin bewegen können. Immer noch andere Leute. Warum mache ich dich nicht platt? Vielleicht wir am Töter ja mitnehmen sollen, wie sie einfach nichts an Kritschaden macht ohne ihren Bowdow, ne? Absolut gar nichts. Ja, natürlich wurde sogar getroffen. Mann. Aha. Ich muss mir jetzt mal um die Leute hier alle kümmern, ne? Ist immer so gruselig, ne? 70%, das ist nicht genug. Yay. Geld. So, du hast am meisten, ne? Aber wird auch nicht killen, leider. So, bitte mach mal Pause mit der Verstärkung im nächsten Zug, damit ich mich auf Sombron konzentrieren kann. Ah.
wenn ja auch nur ein, zwei Schritte schief gehen würden, ne? Wir haben schon ein riesiges Problem, ja. Gibt schon Dutzende Probleme, ja, die entstehen könnten. Na. Hey, mein Hauptcharakter wird als einziger übrig bleiben, ja, um auf Sombron loszugehen. Ah, da muss der Koop-Treffer, der Koop-Schlag natürlich wieder treffen. Wetter treff. Danke. Lass mich auf, ich hasse es, mich auf sowas zu verlassen oder auf kritische Treffer oder irgendwie sowas. Jetzt mit ihm, ja, gehen das mal brechen, ne? Und dann im nächsten Zug mal keine Verstärkungstruppen kommen, dann könnten wir vielleicht mal auf Sombron losgehen. Das wäre super toll. Und was sagt mir, es wird nicht passieren, ne? So. Jetzt haben wir, ich habe zwei Einheiten. So. Die Musik kickt natürlich rein. So, ich muss hier stehen. So, kann ich dich angreifen, ohne dass du mich im nächsten Zug fertig machst? Du triffst mich kaum. Ja, wenn du mich nicht treffen könntest, ne, das wäre super. Kein Dialog. Oh ja, sie ist auch in der Nähe, genau. So. Ich weiß nicht, was du gerade gemacht hast. Mal war gerade so komisch. Ich dachte, er hat irgendwas Besonderes gemacht. Okay, aber warte mal, du schmettest mich doch weg, ne? Ich glaube, irgendwas wird ja gleich schief gehen. Ihr habt Zellkopf oder auch nicht. Okay. Okay, okay, ja, cool. Ich wusste natürlich, dass irgendwie, ich habe den einmal angegriffen und er direkt so, ne, sehe ich gar nicht ein. So, und ja, weiß nicht, ist das jetzt so gut hier gerade? Ich glaube nicht, ne? Was hat denn hier ein? Nein. So, ich meine, dich kann ich einfach ignorieren, ne? Geomant aus Linzreich. Ja, ich glaube, ich kann mich nicht darauf konzentrieren, hier auf, mit den richtigen Charakteren auf die Los zu gehen. Dämonenkönig, Erikas Reich. Ja. Weil jetzt fängt das nämlich an, hier nervt zu werden. Wolfsritter natürlich. Da bist du Finsterdrache, Roy. Ja, die meisten Charaktere gar nicht hier in der Nähe. So. Hast du einen Silberbogen mit 49 Schaden? Oh, wow. Ich habe so viele Leute hier auf der Seite, ne? Ich komme mir nicht durch wegen diesem blöden Ding. Wenn ich ja nur durchgehen könnte, ne?
Ja, die stehen jetzt natürlich auch super, ne? Ich habe auch nichts hier gegen diese Typen mehr, ne? Und die kann ich jetzt auch nicht bewegen. Das ist jetzt gerade so eine blöde Situation schon wieder, ne? Das, nachdem ich ihn nur einmal angegriffen habe, ey, das gibt's nicht. Hat er die jetzt gespawnt, weil ich den einmal angegriffen habe oder weil ich den letzten Dings erledigt hatte oder so? Ich weiß das gar nicht. So oder so ist nervig. Und der ist eiskalt hier gespawnt, obwohl Timera da stand. Na gut, machen wir irgendwas. Keine Ahnung, Mann. Gar nicht, wie ich das hier, ich weiß gar nicht, wie ich das hier starten soll. Aus Lin, ja, Lin ist ein bisschen weit entfernt hier gerade, ne? Na gut, er ist, ich muss mich eigentlich immer nur um die kleinen Leute hier kümmern, ne? Weil die Bosse, die bewegen sich ja nicht, ne? Ich glaube nicht, ob ich mich darum kümmern kann, ja, die Gespräche alle einzusammeln. Er wird hier nur unnötig erschweren. Oh, jetzt brauche ich ein bisschen Glück hier auch, ne? Glaube ich, hätte ihn immer rechts bewegen sollen. Okay, wir haben ein Problem. 35, sie ist tot. Anna ist tot. Cool. Ja. das können wir nicht mehr retten, außer wenn wir vielleicht mit ihnen gehen. Aber Zeit, unsere Bündnisse zu zünden. Ich muss das machen. Okay. So, hier sind wir halbwegs in Sicherheit. So, wer warst du nochmal? Ja, Lin, ja, wie soll ich das machen? Das ist eine riesige Reichweite, sehe ich gerade. Oh. Sehr gerade. Ja, komm. Also sind mir wert. Alter. Der finale Boss im Fire Emblem 7 war ja eigentlich ein Drache, ne? Also so ein ganz normaler, stinknormaler Drache, ne? Mein Fire Emblem 7 sind Drachen Big Deal, ne? Und die gibt es nicht mehr. Da sind irgendwie so drei Drachen im letzten Kapitel durch so ein Tor erschienen. Oh mein Gott, was mache ich hier? Obwohl, ich glaube, das ist eigentlich in Ordnung. Und einer von denen hat irgendwie nur überlebt, bevor das Tor geschlossen wurde. Ich glaube, ein Besucher verbotenes Wissens, ja, aber ich nehme an, das soll Dings sein, ja, Nurgle, ne? Ein Hauptbösewicht. Was du? Silberaxt, Silberbogen.
Die Situation macht mir Angst. Ja, du machst echt, du bringst mich manchmal um. Ja, der finale Boss war ein so normaler Drache, aber der war, der kam nach dem finalen Boss mehr oder weniger. Oder war Fire Emblem 6? Ne, Fire Emblem 7, ne? War so ein normaler Drache, ne? Gegen den man kämpfen musste. So, du überlebst das. Ein Killer hier, ne? Zum Glück bewegen die sich nicht, ne? Wenn die sich bewegen würden, ne, dann wäre hier viel schwieriger. Warte mal, ist das so eine gute Idee, was ich hier mache? Speer 44. So. Zu langsam. Ah, macht nicht genug Schaden. Kann ich mit wählen, nehme ich mal jemanden heilen. Ja, ich muss definitiv sie heilen, weil sie wird das nicht überleben wahrscheinlich. Roy ist reich. Roy, das ist ja. Ah, könnte noch ein bisschen dauern hier mit dem Kapitel, habe ich so Gefühl. Ich tue mal ausnahmsweise nachmittags heute aufnehmen, ne? Und ja, da bin ich so gut, ne? So, wenn ich dich hier platziere, dann bist du durch die Gegend geschleudert von jedem hier, ne? Aber der Baum hat hier nicht die Orkane gegeben, ne? Gegen Berittene und Gepanzerte. Okay, das war eine coole Animation. Ist sie anders? So, und hier hat Wolf beigeben. Ich glaube, ich hatte anders eine Chance hat. Das ist natürlich so, voll die blöde Situation ja gerade. Problem ist, sie wird ja wieder weggeschmettert, ne? Aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Oh, du greifst mich sogar eher an. Ha, 2 AP. Boah, wie sehr ich mir wünschen würde, dass hier Kontaktschaden geben im Spiel. Nein. Ja, ich glaube, das wird hier nichts. Die werden den treffen. Ich wollte die wahrscheinlich nicht. Ich muss jemanden hier platzieren, der nicht weggeschubst wird. Ich glaube, da wird aber nichts. Ne, dafür wird unser erster Tod gleich passieren. Ah, pass auf, wie jetzt hier alles schief läuft. Ein Schlag weg. Ah. Okay, ist gut. Wir sind blöden Wolfseinheiten da, ne? Die ruinieren ja alles. So. Keinen neuen Gegner gespawnt, cool.
So, diese Situation ist die einzige, mit der ich gerade nicht klarkomme. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Einzige andere, was mir nur einfällt, aber ich kann sie aber auch nicht da. Gibt's jetzt einfach nicht, Mann. Weil ich kann nicht ihn nehmen bewegen, weil dann kommen diese blöden Wolfsritter, ne? Die machen den fertig, ne? 36, 33. Oh, die tun ihn gar nicht doppeln. Mein Gott, sagt mir das doch. Man 36 Schaden. 15 mal 2. Aber ja, er muss eigentlich nur einmal treffen, ne? Dann ist er weg. Aber sie ist auch voll. Ich muss ihn erledigen. Wenn ich ihn erledige, dann ist sie in Sicherheit. Ne? Er macht 66 Schaden. Aber ich greife als erster an. Ne? Ne. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert manchmal. Ah. Ich habe echt keine Lust, noch weiter zurückzugehen. Ey. Hat so eine doofe Situation, ja. Ich kann einfach nichts machen, ja. Ne. Ist das überhaupt? Ich habe so weit gefühlt, das ist nicht so eine Fähigkeit, die im Einzug. Ich muss halt so versuchen. Blöd ist. Nicht. Weiß nicht, was ich hier machen soll. Kommen wir mal raus aus dieser Situation. Also, was ich hätte machen sollen, anstatt mit ihr auf ihn drauf zu schießen, hätte ich irgendwie hier jemanden abschießen sollen. Ich habe vielleicht einen Plan. Ich meine, sie wird immer noch getroffen, aber nur vom Tomahawk, ne? So, er geht auf. Aber das ist in Ordnung, ne? Obwohl, wenn die beide auf sie. Aber wenn er angegriffen wird, dann hat er ja mehr Ausweichen, ne? Ja. Das heißt, wir haben 111 ausweichen. Also wenn ich ihn hier platziere, ne? Müssen wir Madeleine hier. Ich muss ich ja wegpacken. Ja, ich kann den von da nicht erreichen. Na, der Tomahawk wird dann
wird den aber nicht erledigen, ne? Der erreicht mich hier nur mit dem Tomahawk. Wenn er so blöde ist, auf ihn loszugehen, dann ist er tot, ne? Ich hätte vielleicht ein paar Elixier oder so mitnehmen sollen. Ich bin voll unvorbereitet hier. Ich glaube, wir überleben das. Ja, okay. Verstehe nicht, warum er nicht auf Etty losgegangen ist. Ja, in der rückblickenden Betracht, wenn er jetzt auf Etty losgegangen wäre, ne? Dann hätte der andere nur noch mit der Lanze auf sie werfen müssen, ne? Und dann wäre sie weg. Eigentlich hätte Etty sterben müssen, jetzt heran. Okay, ja, du willst sie überbrechen, ne? Ja, machst du auch. Was ist das? Ah, echt? Lass mich hier auf den Arm nehmen. Jetzt heilen die auch noch den Boss hoch. Na, aber zack, jetzt kommen die natürlich alle. Gott, ey. Hätte der nicht da irgendwie Bündnisbrecher? Nach der Welt alle meine Bündnisse abgebrochen, ja. Ich weiß, ist okay. Ist nicht okay. Rede ich eigentlich. Okay. Die Situation ist erledigt, ja. Die Situation ist voll chill gerade. Ich habe ja schon einmal angegriffen mit Dings, ne? Einfach nur den Kopf gerade gesenkt, dass ich das gesehen habe, ne? So, ich meine, ich kann mich sowieso nicht bewegen, von daher. Nimm das! Okay. Cool. Sie ist Level 19, sie ist kurz vor Level 20. Sehr cool. Soll ich mal mit der Axt hier reingehen? Wie ist mit der Orkan-Axt? Nein, du triffst mich natürlich eher. Treff bitte. Also mein Co-Abschlag. Cool. So, den haben wir erledigt. Ich weiß es nicht, dass die den gerade hochgeeilt haben. Gibt's da einfach nicht. Wie erwarten die, dass man hier irgendwie den erledigt dann? Stärkung so ein bisschen an, dann irgendwann mal aufhören, ne? Oh ja, ich habe bei ihnen noch. Oh, guck mal, wie weit er sich bewegen kann. Oh, du pass mal jetzt hier auf, ne? Pass mal auf, was ich jetzt hier für krassen Zeug mache. Erstmal ihn hier. Ja, die Bündnisse sind sowieso gleich weg, ne? Wegen Sombron, ne? Und da sollte ich wahrscheinlich alles einsetzen, was ich noch habe gerade. Boom. Wir halten zusammen. Ah. Ich habe jetzt so einen Klumpen Eisen in meiner Hand. Not a sword, it's more like a rock. Lump of iron. Hast du einen? Nein, du hast immer noch dein Dings ausgesetzt. So. Nein, ich komme nicht ran. Nein, Psychop, du stehst im Weg. Ah, du musst treffen. Aha. Er hat sich nicht so angehört, als hätte ich daneben gehauen, ehrlich gesagt. Selbst ich krieg den nicht down. Der kriegt mich down. Das gibt's nicht.
Gute Nacht. Sagt Mikaya, wer hat nochmal Mikaya? Anna, ne? Ne, Anna hat Colm. Na, ich habe mich hier verplatziert, Mann. Ah, dieser blöde Wolf wird überleben. Außer, aber warte mal, der macht doch jetzt diesen einen Angriff, ne? Das heißt, ich kann ja eigentlich. Ah, dann geht er auf mich los. Aber ist okay, ne? Okay. Ich meine, das gibt es jetzt einfach nicht. Ich meine, er kann ja nicht zwei mal angreifen, ne? Warum hast du nicht getötet? Danke. Ich vergesse es andauernd. Ja, Etty hat so eine hohe Geschwindigkeit, ne? Wird neben dem getroffen von dem. Ja. So, Sonnenbrand macht ja den einen Angriff, ne? Da kann er nicht den Angriff und dann noch mal normal angreifen, ne? Da wäre ein bisschen überpowered. Ja, John ist auf dem Maximum Level. Vielleicht mal den seine Werte anschauen. Keinen Wert maximiert, glaube ich. Roy, da muss ich Dings hochholen. Welcher sich gerade nicht bewegen kann. Du hast einen Silberbogen. Ich kann mich gar nicht da nähern. 49. Verdammt. Ich komme ja nicht. Also sie hat Mikaya. Boah. Aber du treffen könntest, ne? Das wäre gut. Danke. Das war Lapis, den nehme ich ja die. Dann sind wir ja auch sicher halbwegs. Zum Vorspulen ja, ne? So, ...49 Schaden. Mit 28 Geschwindigkeit. Eigentlich hier so in Ordnung sein, ne? Wollt ihr alle halten, nämlich. Da ist jetzt den Angriff ein, ne? Weil meine Bündnisse sind jetzt weg, ne? Wie ich da verstanden habe. Okay. So, greift er jetzt noch mal normal an oder nicht? Das natürlich nicht, ne? Auch diese legendären Waffenangriffs-Fernkampf-Animationen kommen einfach nicht an Ikes heran. Einfach nur dieses riesige Getsuga Tenshu auf die Gegner hier drauf ballert, ne? So. Oh. Also da kommen nur Verstärkungstruppen von dem Ding an raus, wo noch Gegner sind, ne? So, wir müssen alle mal
hier oben hingehen. Ich glaube nicht, ob die hat schaffen da oben. Sollten wir vielleicht mal Mikaya bereithalten. Wenn du mich angreifen willst. Cool. Ich glaube, das ist mir aber wert, ne? Hier muss ich mich wieder wegbewegen, ne? So, warum musst du ausgerechnet näher kommen, ey? Ich habe ja gerade echt keinen Nerv für irgendwas. Cashcuts gibt 38. Ihr macht mir ja keinen Schaden, ne? Aber er ist natürlich wieder hier im Weg. Sombron, Kollege, wie viel Schaden machst du mir? Oh, cool. Oh, ist ein magischer Angriff. Deswegen macht er so viel Schaden. Ah, ich könnte natürlich sie ja hinbewegen, ne? Aber gibt's nicht. So ein HP wieder, ne? Also was kannst du nicht erfinden? Ich war mit dem Silberschwert kann man gar keine, mit dem Donnerschwert kann man gar keine Dinger machen, ne? Eine kritischen Treffer. Okay. Ich möchte wahrscheinlich, dass du auf mich losgehst. So, am besten hier. Ne? Wieso erreichst du mich von da? Weil man da oben hing. Dann kann man ja mal dieses blöde Ding da kaputt machen. So, dann rennen wir eben. Hier kannst du ruhig losgehen, machst sowieso keinen Schaden. Ach, der macht ja auch wieder so einen Angriff hier, sehe ich gerade. So viele Sachen, auf die ich schon wieder aufpassen muss, ey. Ich wollte ja eigentlich auch hochheilen, ne? Aber wow. Ja, gute Frage jetzt, ne? Wie kann ich die jetzt hier bewegen? Kann ich ihn hier hin platzieren, ohne hat er verreckt. Wird ja wohl nicht töten, oder? Ich nehme mal das magische Angriff, ne? Sonst hätte das gegen Madeline nicht vorhin so viel Schaden gemacht, ne? So, ich muss den Typen da erledigen. So, dich muss ich erledigen jetzt. Geht nicht anders. Oh, 0% Trefferchance, sagt er doch. Ja, 115 Trefferchance mit dem. Lass mich gar nicht. Nur wo ich
hier drauf, ne? Ich kann ja nur hier, glaube ich. Oh, oh. Okay. Was muss ich den einen Typen nur erledigen? noch 32 Schaden kriege ich das hin. Nein. Ich muss kritten. Okay, da war's. Verdammter Dreck, ey. Kann er sie treffen? Ja. Ich muss einfach ihn ja versuchen. Und das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ist direkt ein Ding, wo ich da wieder aufladen kann. Von daher. Guck mal. Ja, mal gucken, wie hat die alles gemacht und da geht. Kann der überhaupt angreifen? Wenn er jetzt hier 6 Schaden. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt diese Heilung nicht verschwendet. Oh Gott. Oh nein, pass auf, die Heiler kommen. Ja, da nützt ja deine Abwertung auch nicht so. Null. Muss ich halbieren. Warum müssen Wolfswirte auftauchen? Warum die? Ah, dann auch noch cool. Okay, nur einer. Ich wollte schon sagen. So, ich werde da nicht rechtzeitig hinkommen mit ihm, habe ich so ein Gefühl. Nosferatu. Boah, das sind echt nicht gute Zauber. Mal ja. Ich sowieso nicht spielen können. Dann heilen wir uns wenigstens. Was ist ja unten überhaupt? Dämonenkönig Erika. Schon mal nach unten, ne? Hast du ja nichts dagegen, oder? Da kann Alfred sie wenigstens abfangen, ja. Oh, du hast keine Dinge. Okay, bewegen wir mal ihn nach unten. Wenn er sich um die Dings kümmern kann, ne? Ab noch. Dialog und so, ne? Entschuldige, wie wenig Schaden machst du?
entschuldige. Ah, weil die in so einem blöden Ding sind. Ah, tun mir so weit. Wie soll ich denn den jetzt erledigen? Den krieg ich gar nicht erledigt dann. Ah, wir sind tot. Puh. Was soll ich dagegen machen? Ich meine, natürlich weiß ich, wie ich das handhaben kann, ne? Aber das ist jetzt gerade maximal ein bisschen nervig. Ich überspringe mal ein paar Animationen, ne? Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist, ja, macht es ehrlich gesagt auch nicht besser. Dann muss da raus, weil der Nebel. Boah. Hab ich schon gewundert, warum sie so wenig Schaden macht. Wow, wir haben jetzt ein Problem. Kann ich das Bündnis einsetzen? Macht das mehr Schaden? Weil der ist jetzt hier in so einem blöden Nebel drin, deswegen kann ich nicht, mache ich den keinen Schaden gerade. Ich meine, so kann ich immer noch Schaden machen, ne? Ich hätte mit Zellkopf zuerst angreifen sollen, die Startwerte zu sinken. Okay. Der war sehr gut gerade. War sehr gut gerade, dass wir ja gekritzt haben. Ein paar Mal. Ja, bitte. Na. Kannst du es wagen? Klang ganz sehr genervt. Ah, Mann. Ah. Kann ich glauben, dass das gerade passiert ist. So, also im Moment haben wir noch alles im Griff, ne? Halbwegs. Halt ich mal hoch, ne? Aber warte, ich hätte angreifen können. Verdammt. Wer ist da unten? Ah, oh, den habe ich gleich gesehen. Oh. Mann. Das nur weil es mir so wichtig ist, hier mit den Charakteren irgendwie Dialog auszulösen, ne? Ich glaube, der wird den, ja, wird immer noch nicht erreichen im nächsten Zug. So, ich schicke dich mal hier runter, ne? Versucht dich mal hier runter zu schicken. Ich will die Dialoge halt wissen, ne? Oh, ich weiß nicht, ob hier irgendwas schief gehen wird oder nicht. Okay, wenn jetzt hier Gegner auftauchen und da sind wir gewappnet, glaube ich. So, hier noch jemand. Ich will, glaube ich, meinen Hauptcharakter da unten rechts haben. Da sind die nervigsten von allen Gegnern. Ha. Ich muss dich mal dahin bewegen. Du hältst dich ja sowieso am Start, am Anfang des Zuges, ne? Wenn ich Glück hab, triffst du mich auch nicht. Muss diese blöden Wolfstypen, ja, ich würde die am liebsten gerne mit ihnen erledigen. Okay, was habe ich jetzt hier aber sehen? Okay, ja, wenn du mir null Schaden machst, kannst du mich nicht brechen, ne? Das habe ich auch schon herausgefunden. Das ist auch Level 20, cool, ne? Ich bin zufrieden, ja, ich auch. Mag sich, dass die jetzt alle nach rechts gegangen sind. Ja, da kommen wieder die nächsten, ne? Ja, und das ist natürlich noch voll nervig.
Oh, guck mal hier. Hab ich gar nicht gesehen. Und sein Ding voll ist. Also mal den hier machen, ne? Kannst mich wieder unterbrechen, Sombron. Das Klimpern des Metalls, ne? Ah, müssen die schon wieder hier alle rumhängen, ey. Das ist einfach so cool, ne? Dass einige Charaktere wortwörtlich nicht überleben. Ich meine, ihr macht mir ja gar keinen Schaden, ne? Also wenn ich nur einen Angriff von denen aushalte, was ich tue, sogar zwei aushalten, das kann irgendwie nicht sein. Ist er echt so schnell? Oh, ist er sogar. Also ich kann ihn da stehen lassen, ne? Und er macht sie sogar fertig mit dem Counter. Das sind aber immer noch nicht alle Charaktere, ne? Also wir müssen noch eine Welle von Bossen bekämpfen. Also das Gefühl, Sombron ist nicht mal annähernd so schwierig wie die Bosse hier. Oder die ganzen Level zusammen. Schaden macht er mir. Zu viel. So, weiß, wenn ich ihn ja mache. Dann mache ich ihn ja. Momente. Momente. Es sind schon wieder so viele Gegner aufgetaucht, ne? Hier muss ich, glaube ich, auch ein bisschen mehr reinhauen, ne? Es sind so viele Gebiete, ne? Ich komme ja gar nicht mehr klar, wo ich hier. Ey. Diese Trefferwahrscheinlichkeit ist so kacke, ne? Ich krieg hier niemanden getroffen damit. So, will dieser Oberpriester eigentlich, ey? So, ich komme sowieso nicht hier mit ihm da dran. Na, aber einer wird da wohl damit treffen, oder? Okay. Was man nicht alles tut für ein paar Dialoge, ne? So, dich kriegt doch bestimmt down, ne? Aha, ist immer so knapp. Ja, ich wusste es. Sobald ich es einmal anspreche. Aber ich jetzt. Ja, jetzt einfach viel zu viel, was hier gerade abgeht, ey.
Habe ich dich hier einfach stehen lassen? Ja, ne. 35 auf sie, das ist Gott. So schnell. Tomahawk. Oh. 46. Das ist 2 und sie hat eine Menge AP. Das ist 32. Sie wird halt überleben sogar. Okay, dann lassen wir dich mal so chillen, ne? Dann machen wir den ja. Im nächsten Zug sind die weg. Oder zwei Treffer und ich bin weg. Gibt's ja einfach nicht. Ja, ist überall so knapp, Mann. Und meine, das wäre die letzte Level des Spiels. Reicht immer noch nicht. Okay. Ins Gesicht. Aber wenigstens kriegen wir noch Erfahrungspunkte, ne? Wo ich so geführt habe, wird nicht die ganze Zeit so bleiben. Oh ja, stimmt. Ich kann ja fernheilen machen mit Mikaya. So, ich sage voraus, der nächste Zug wird, oh Gott, sehr ergiebig. An einigen Stellen. John müsste halt ja eigentlich überleben. Ey, du willst mich hier auf den Arm nehmen. Bitte, John, sag mir, du machst mir mehr als genug Schaden gegen die. Oh. Warte, hier setzt es gleich was, ey. Der Schaden. Von Anna, aber natürlich. So, 7 Schaden. Im Hintergrund so der Sonnenfinsternis ist, aber noch immer war. Nein, das macht nicht genug Schaden. Aha. Wenn die den nicht geheilt hätten, ne? Gibt's jetzt einfach nicht. Also, zum Glück kommen die nur von links. So. Ich muss dich weghauen. Okay. Momente plus, cool. So, kann ich dich weghauen mit einem Schlag. What? Ja, probieren. Finsterdach, da war ja dieses eine Mädchen, das sich in so einen Drachen verwandelt hatte, ne, am Ende. Ich bin allein in der Dunkelheit. Jetzt hier nochmal Idun oder Idun irgendwie.
Zephyr war immer noch der bessere Bösewicht in dem Spiel. Mir sind die Bösewichte, die Hauptbösewichte davor immer besser. Und durchhalten plus. Ja, die haben halt mehr Charakter, sind meistens immer irgendwelche Leute, die irgendwie böse sind. So, er macht mir immer noch keinen Schaden, ne? Das heißt, wenn ich die beiden Wölfe hier erledige, sind wir eigentlich in Sicherheit, ne? Problem ist, jetzt kommt er gleich im nächsten Zug wieder. Die Wölfe, ne? Samran ist ja so voll im Weg, ne? Ich komme nirgendwo, ich kann mich ja nirgendwo hinbewegen. Ich komme halt nirgendwo durch. Die meisten meiner Charaktere kann ich gar nicht benutzen, weil die alle hier. Die kann nicht einbewegen, sie. Hat Resistenz und Zeugs und so. Na, wenn ich dich hier reinballer, ne, dann bist du halt von ihm getroffen, ne? Ha, kriegst du nicht mal wieder einen Schlag weg. Ich komme mir aber auch echt nicht durch mit meinen Leuten. Boah, wenn man hier retten könnte, ne, wie in älteren Fire Emblem Titel, ne? Wäre so schön. Ich muss mal kurz hier Schnitt machen.